Leute. In dem Video heute wollte ich euch den ersten Teil von einem neuen E-Book vorstellen. Und es ist ein dreigeteiltes E-Book. Und zwar geht es da allgemein um die Umstellung der Ernährung. Und zwar heißt es Schritt für Schritt zur gesunden Ernährung. Und in diesem ersten Teil geht es eben darum, wenn du jetzt deine Ernährung umstellen möchtest, von alles esse, auch verarbeitete Lebensmittel noch, tierische Produkte und so weiter, auf eine Pflanzenkost, die dann immer natürlicher wird. Ja, ich blende einfach mal das Inhaltsverzeichnis ein und dann kannst du mal sehen. Also ich gehe am Anfang erstmal darauf ein, was du ganz am Anfang ersetzen kannst, was es da für Möglichkeiten an Ersatzprodukten gibt. Einmal ganz konventionell auch, was es da gibt, sowas wie Tofu, Soja, aber dann eben auch, dass man Schritt für Schritt dahin kommt, immer natürlicher zu essen. Und das sind alles so Dinge, die ich da eben mit reinbringe dann. Es sind drei Hauptgerichte ausführlich dann mit drinnen und dann eben auch, was du dann wirklich machen kannst, um am Anfang sättigende und deftige Gerichte zum Beispiel zu kreieren. Was du da für Grundlagen verwenden kannst, die noch sättigen, sowas eben wie Kartoffeln, Reis, Amaranth, Quinoa, hier ist alles Mögliche, was es da so gibt an Saaten, Buchweizen, egal was. Ja, dann geht es eben auch um darum, wenn du weggehst zum Beispiel, was du da für Möglichkeiten hast, dass du ja mal selber natürlich was machen kannst, selber irgendwo was einkaufen kannst, aber dann auch, wie du eigentlich überall, auch in der deutschen Küche, beim Döner, Italiener, was Veganes, was Pflanzliches bekommen kannst. Es ist eben auch ein 3-Monats-Plan da drinnen, wie ihr die Ernährung dann Schritt für Schritt umstellen könnt, damit es euch gelingt, auch wenn ihr das langsam und ja, schrittweise mit Freude angeht und mit dem Genuss. So. Und dazu soll das Buch halt auch inspirieren, so, dass ihr euch da auf diese neuen Geschmäcker ja, konzentriert und mal seht, was da möglich ist und einfach neue Gerichte integriert. Und das Alte, das verschwindet dann automatisch, wenn du immer neue Sachen ausprobierst und dann neue Lieblingsrezepte in die Ernährung einbaust. So. Und darum geht es eben. Und ja, das erwartet euch in dem E-Book. Also wenn euch das Ganze interessiert, dann klickt einfach auf den Link unten drunter. Da könnt ihr das E-Book dann kaufen. Genau. Ansonsten war es das schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute, und viel Spaß beim Umstellen. Ciao.